Vielleicht war das für die Zuhörer des Propheten Hosea, vielleicht war wenigstens das ein Schock, was ihnen der Prophet am Ende, nachdem er ihnen die Vergehen alle aufzählt, sagt: Jetzt denkt Gott an eure Schuld und er straft euch für die Sünden, ihr müsst zurück nach Ägypten. Kann das wirklich sein, dass die Heilsgeschichte, wie wir das nennen, das Werk der Erlösung, sich nicht nur einfach immer vorwärts bewegt und entwickelt? Wir setzen das als so selbstverständlich voraus. Wahrscheinlich auch damals das Nordreich Israel. Da hat eine Befreiung in Ägypten stattgefunden durch Gott. Wir haben die 10 Gebote bekommen. Und so schön, jetzt leben wir da mal so vor uns hin. Aber dass man dorthin wieder zurück muss, weil man nicht diesem Land, dem versprochenen Land und was damit verbunden ist, der Weisung Gottes entsprechend lebt, das ist ihnen damals nicht in den Sinn gekommen. Vielleicht hat König Jerobeam es im Nordreich auch nur gut gemeint, als er 2 Stiere anfertigen ließ, Metallbilder, die dann am Eingang des Heiligtums angebracht wurden, eher gedacht wohl als Sitz Gottes, als Sitz der Gottheit. Aber missverständlich. Wir würden sagen, wie die Leute halt so sind. Diese ganzen Spekulationen über einen Gott, der keinen richtigen Namen hat, der zwar permanent uns auf die Nerven geht durch die Propheten und uns immer wieder korrigiert und mahnt und ermutigt, dann bitteschön doch, was andere Völker, die Nachbarvölker auch haben. Fruchtbarkeitsgestalten, Stiere. Weißt du, wenigstens was, da kann man sich dran festhalten. Das stellt was dar, da hat man was, das ist handfest. Machen wir das heute sehr, sehr anders? Wir hören doch immer wieder diese Argumente. Ja, Jesus, der Mensch, okay, dafür gibt es ja sogar ein paar historische Anhaltspunkte und historische Quellen. Der war Jude und er war Wanderprediger und vielleicht hat er sogar bei ein paar Wunder gewirkt. Aber dann dieser ganze Kram, den die Kirche uns dabei bringt, mit, dass der auch Gott ist, und das kann man einfach nur glauben, dafür gibt es irgendwie überhaupt gar keinen richtigen Anhaltspunkt. So hört man doch. Ist das sehr viel anders, als an die Fruchtbarkeitsgestalt eines Stieres zu glauben, wie damals im Nordreich? Ich kann Ihnen noch so viel aufschreiben, sagt Gott. Sie tun so, als wäre das von jemand anderem. Die Ausrichtung an dem, zum einen, was geschrieben steht, und an dem, was die Kirche seit 2000 Jahren glaubt, wirklich glaubt, und was sie seit 2000 Jahren glaubt, ist etwas sehr Wichtiges. Wir haben in einem anderen Zusammenhang schon einmal darüber nachgedacht. Was am Anfang war, frühere Generationen waren nicht dümmer als wir. Es geht darum, die Gemeinschaft zu haben mit allen Generationen der Glaubenden seit 2000 Jahren. Deshalb immer der Rückgriff auf das, was am Anfang war. Das bleibt bedeutsam. Und wenn wir es nicht recht verstehen, wenn es uns einfach oft genug nicht ins harte Herz will, dann müssen wir uns mehr bemühen. Israel, das Nordreich, hat damals die Quittung für sein Verhalten bekommen und die Propheten werden nicht müde, dem Südreich Juda zu sagen: Schaut euch an, was da passiert ist. Lernt daraus. Auch sie selber mussten dann in der babylonischen Gefangenschaft die Quittung für ihr Verhalten kassieren, wenn man so will. Wir sollten nicht denken, dass das bei uns alles gar nicht in Frage kommt. Auch wir sind verantwortlich dafür, wie wir leben, wie wir glauben und was wir glauben.